Ihr kennt es sicher alle, stressiger Alltag, viel Hektik, viel Umgebungsgeräusche. Da wünsche ich mir jetzt einen Kaffee in der Natur. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wie das Abenteuer gestartet hat, das zeige ich euch jetzt. Getreu dem Motto, neuer Tag, neues Abenteuer, haben wir uns heute eine Mountainbike-Tour mit dem Gravelbike vorgenommen. Mit dabei, Andi, grüß dich. Ha, servus. Fit sieht er aus, hä? Und wie ihr wisst, wir probieren immer gerne Neues aus. Heute mal den Münchner Osten. Das heißt, Messestadt fahren wir gerade raus. Jetzt geht schon rauf auf den Schotter, aufs gravelige Gelände. Und weil wir gerne Neues ausprobieren, probieren wir heute auch mal neue Perspektiven. Mit einer 360-Grad-Kamera für euch. Wir schauen mal, wie sich die am Bike festmachen lässt, welche Perspektiven wir so finden. Das hier ist die Insta360 ONE X2. Ich bin gespannt auf den Test. Jetzt geht's erstmal hier rauf. Lange Strecke machen. Richtig reintreten. Los geht's! In der Ferne seht ihr die Alpen. Vielleicht kann man es erkennen. Auf jeden Fall fühlt es sich schon gut an, jetzt hier mal wieder rauszukommen aus dem Grau rein ins Grün. Schockgesell. Hallihallo, Insta. How are you? Schon irgendwie skurril, weil dieses Gerät filmt einen jetzt wirklich von allen Seiten. Guckt einen an, filmt von unten. Spannend, ne? Kann ich mich noch gar nicht reindenken. Ist quasi wie in der Mathematik, eine komplett neue Ebene. Wir sind jetzt im Forst angekommen auf der Suche nach Single Trails. Dieser Forst hier teilt sich übrigens in drei Teile auf. In den Anzinger, Ebersberger und Egelhartinger Forst. Und wir fahren raus Richtung Eggelburger See. Ich bin ganz gespannt, was uns erwartet. Der See wird auch, glaube ich, richtig spannend. Und ja, Aufnahmen dazu, die gibt's jetzt. Los geht's! Mal was ganz anderes, die Winkel zu bestimmen auf jeden Fall. Nice. Wir hatten sie gerade auch hier unten am Rad. Jetzt ist sie mal hier. Neuer Winkel, schauen wir mal. Das war eine ganz besondere Perspektive. Könnt mich beim Fahren beobachten. Schnelle Brille. Auf der Tour in der Mitte, kurzer Stopp hier, schönes Gehege und inmitten des Waldes holen wir uns jetzt hier am Kiosk eine kleine Pommes, was zu essen. Mittagspause. Oh. Erinnert ein bisschen an den Chiemgau-King, bloß nicht gebratene Kartoffeln, sondern Kartoffelsalat. Und du hast frittierte Kartoffeln, auch gut. Sehr gut. Ist nicht der neue Begriff für Wandern? Genau so ist es. Wir gehen jetzt nicht im See baden, sondern wir gehen halt, ja, seht ihr selbst, ne? Hier im Wald schlängeln wir uns jetzt über MTB Single Trails bis hin gleich zum See. Freue ich mich ganz besonders drauf. Leider haben wir das Handtuch vergessen, aber ein kleiner Sprung da rein wäre natürlich perfekt gewesen.
Insgesamt kommen wir wahrscheinlich auf über 60 Kilometer, die wir hier bei der Tour fahren. Und wir haben ja gerade auch schon einige Winkel ausprobiert mit der Insta360. Da haben wir oben sie mal in den Helm reingesteckt. Das heißt, du konntest mich beim Fahren beobachten. Dann haben wir sie mal hinten dran gehangen. Also ganz verschiedene Möglichkeiten, das System zu befestigen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch die Winkel gefallen haben und was ihr generell von diesen Aufnahmen haltet, ob wir es häufiger machen sollen. Und aus dem Wald heraus erwartet uns jetzt das hier. Schaut euch das mal an, das ist der Engelsburger See. Da drüben eine Kapelle, im Hintergrund sieht man ganz leicht die noch mit Schnee bedeckten Alpen. Also wenn das nicht die pure Natur ist, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, dass euch die Aufnahmen hier gefallen. Wir machen jetzt hier mal eine kleine Rast, genießen den Ausblick. Der letzte Schluck vom Kaffee, der Kuchen ist gegessen und gerade haben wir uns hier auf der Bank mal direkt ein paar Aufnahmen von der Insta One X 2 angeschaut. Du siehst schon, das hier ist die Kamera. 360 Grad, zwei Linsen und du kannst sie in verschiedensten Varianten anbringen. Das haben wir dir im Video schon gezeigt und auch super spannende Winkel filmen. Ich habe mich lange Zeit gesträubt, eine 360 Grad Kamera zu verwenden, weil vor allen Dingen die Verarbeitung am PC schwierig wirkt. Aber es gibt eben auch für jeden von euch die direkte Möglichkeit, die Aufnahmen schnell zu verarbeiten und das in Form der Insta360 App, die wir uns gerade hier auf der Bank runtergeladen haben, um mal reinzublicken. Und da hast du ganz viel Inspiration, wie andere Mountainbiker, Skifahrer, Sportler ihre Aufnahmen aufbauen und schlussendlich ganz viele Special Effects, die sich direkt auf deine Aufnahmen anwenden lassen. Hier haben wir das Album der Aufnahmen, die wir hier heute aufgenommen haben. Wir haben da gerade eben schon was gemacht. Das zeige ich euch jetzt mal. Eine Fahrt durch den Wald, wo ja fast wie eine Drohne die Kamera hinter uns hergeschwebt ist durch den Wald. Ganz spannende Winkel und diese Aufnahme hier könnte ich jetzt direkt über WhatsApp oder Instagram an all die Menschen schicken, die sie bekommen sollen. Also sehr einfaches zu verarbeiten. Jetzt geht's auf Richtung München zurück. Der absolute Traum hier. Jetzt all in, oder Andi? All in. All in. Jetzt muss um 17 Uhr zu Hause sein. So langsam kommen wir wieder im Alltag an. Seht ihr diese Blechlawine, die hier Richtung München rein und raus rollt? Der typische Alltagsverkehr. Da war das, was wir gerade eben hatten im Wald, doch was ganz anderes. In Summe eine richtig tolle Tour in den Münchner Osten raus, insbesondere beim See hat es mir richtig gut gefallen. Und wir haben Neues ausprobiert mit der Insta360 One X2. Auch Neues ausprobiert haben wir im E-Bike-Video, was hier eingeblendet ist. Da haben wir zum allerersten Mal E-Bikes auf den längsten Flow Trail Europas gelegt. Schaut euch das Video an, es ist wirklich richtig cool.